Hallo meine Lieben, ganz kurz vorab, bevor das Let's Play startet, kurzer Hinweis, leider hat mein Mikro mal wieder gesponnen, beziehungsweise anscheinend irgendwo hat sich ein Brummen eingeschlichen. Deswegen bitte nicht wundern, wenn es in der Aufnahme immer so leicht irgend so ein Hintergrund Brummen ist. Tut mir schrecklich leid, ich hoffe, dass ich das in der nächsten Folge wegkriege und ja, Entschuldigung, sorry, aber jetzt geht's los. Viel Spaß. Pulse Tense Games. Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen D-Void. Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel präsentiert oder was uns zu erwarten hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur so viel. Es geht um einen Außenposten auf einem sehr, sehr weit entfernten Planeten. Den genauen Namen weiß ich leider auch nicht mehr. Den hatte ich irgendwo gelesen. Aikira oder irgendwie sowas. Ihr müsst nochmal nachschauen. Auf jeden Fall sind wir irgendwie, ja, ein Astronaut. Mal wieder. Irgendein Forscher oder was. Und wir müssen auf die Spur kommen, was denn mit diesem Außenposten passiert ist. Er reagiert nicht mehr auf Funksprüche. Also, ja, kein Kontakt mehr zu denen. Und, ja, ich lasse mich einfach mal überraschen und, wo ist meine Maus hier? Okay, müssen wir mal schauen, ob der Sound passt. Ich habe zwar schon mal so ein bisschen angetestet, aber es müsste eigentlich passen. Gut, dann legen wir mal los. Und Entschuldigung für die komischen, abgehackten, ja, Textsequenzen oder Sprachsequenzen. Das liegt leider am Spiel. Okay, los geht's. Und ja, gleich Vorwarnung, die Grafik ist nicht Bombe. Habe ich mir jetzt vorhin schon überlegt. Aber egal. Wurscht. Ich spiel's einfach. Los geht's. Ja, will ich. Los geht's. Ja, jetzt, los geht's. When we travel in space for a wormhole, do we really travel into the future or back in time? Can we really leave one planet behind when we initiate a space jump? Where do our memories go when we bend time? So, jetzt habe ich, glaube ich, eine leichte Rückkopplung gehabt. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal schauen. Kann sein, dass ich das Spiel vielleicht auch noch ein bisschen leiser machen muss. Huch. Ich kann mich nicht langsam bewegen. Ich kann mich nicht ducken. Ich kann eigentlich nur irgendwelche Sachen in die Hand nehmen. Wo ich jetzt auch nicht wirklich weiß, wozu das gut ist. Ja, man sieht es an der Grafik. Sie ist jetzt echt nicht Bombe. Leichte Reflexionsdingens. Aber eigentlich könnte man von der Unreal Engine eigentlich mehr erwarten, ne? Finde ich jetzt persönlich. Kann ich das Ding auch irgendwie anders drehen oder so? Ja, schwierig. Was haben wir denn hier? Information Personal Computer. Oh Gott, mein Englisch ist nicht so gut. Ich überflieg's mal. Ich habe schon wieder geträumt. Zurück zu Hause, auf der Erde. Keine Ahnung. Mein Englisch ist so kacke. Ihr könnt es ja mal übersetzen. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Wie komme ich denn weg? Ah. Okay. Also wir sind anscheinend schon auf dem fremden Planeten. Okay, ich mach's mal einen Tacken leiser, weil das ist doch schon echt, Ich hab's aber schon relativ leise, ne? Ja, sonst gibt's nämlich so leichte Rückkopplungen in meinen Kopfhörern. Das ist ein bisschen unangenehm. Auch für euch. Okay. Okay, das sieht schon mal. Das sieht schon mal. Gleich zur Info, ich hab die Grafik echt auf hoch gestellt, ne? Also besser wird's echt nicht. Ein bisschen statisch, diese Oberflächen, aber naja, gut. Vielleicht geht es ja auch mehr um die Story und nicht wirklich jetzt Grafik.
Das sieht aber schon geil aus. Boah, hier mit dem Planeten im Hintergrund. Ja, das Field of View habe ich auf 100 gesetzt. Auf 120 würde mir das Sichtfeld ein bisschen verzerren, obwohl es cool aussieht, aber ich lasse das jetzt mal auf 100. Also mit dem Raumschiff sind wir anscheinend gelandet, gekommen. Sieht, huch. Ich kann ja auch nicht viel machen. Ich kann auch sprinten. Huch. Ich kann nicht springen. Also ich laufe schnell und laufe noch schneller. Okay. 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 Das sieht jetzt falsch aus. Das habe ich mir noch gar nicht so richtig näher angeguckt. Okay. Ja. Wow, was für ein tolles Fenster. Da sieht mir ja gar nichts durch. Okay, wo muss ich denn hin? Ich vermute mal hier rein. Müssen wir dann mal sagen, ob das Audio euch dann vielleicht zu leise ist, also vom Spiel und von der Musik. Da muss ich es ein bisschen lauter machen. Elevator Button. Uah, Alter! Das ging fix. Okay, das sieht. Hier ist nichts. Was haben wir denn hier? Die Matrix. Ja, ich habe mich gesehen. Wir sind in der Matrix. You may be suffering from planet loss syndrome. Visit a local neurotech station today. Okay, wenn es mir uns nicht gut geht, dann muss es ja einem ja noch schlecht werden, wenn man hier drauf glotzt. Okay, was ist denn das? Greetings, Human Resources Associate 8538, Elizabeth Woolgather. Security Clearance Level 3. I'm Protocol Unit W1LC0. You may call me Wilco. How may I help you? Where is everyone? I do apologize, ma'am, but I'm afraid I don't know. You don't know? Can you give me a general status report? Protocol scans are returning a number of anomalous instances within Remora and its accompanying surface colony. I'm afraid something may be very wrong. May I ask you a question, ma'am? Yeah, go ahead. What is your current directive? Sorry, Wilco. That's classified. Indeed. Given the circumstances, perhaps I could request that you assist me. I believe that if I were restored to full functionality, then I could assist you in turn. All right, Wilco. It's a deal. Most excellent. You have my sincerest gratitude. Don't mention it. What do you need me to do? All of the protocol kiosks in the area are hardwired to the central hub in the communication center. That hub connects me to Amy, but it is possible that a connectivity error has occurred, thus limiting my functionality. All right. I'll head to the comm center. Höchst interessant. Okay. Irgend so ein Information, Tool, Robot, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt mitgekriegt, wir heißen Elizabeth? Elizabeth? Woolworth oder irgendwie so? Auf jeden Fall, der weiß auch nicht ganz so recht, was mit der ganzen Crew ist, aber wir sollen für ihn irgendwelchen Mist erledigen. Irgendwelche Kiosks besuchen mit irgendwelchen Zentralrechnern und ihn irgendwie verbinden, damit er wieder ordentlich funktioniert. Ich hoffe mal, der wird mich begleiten und mir so ein bisschen helfen. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Alles nur ein bisschen suspekt hier. Oh. Ah, das sieht aber auch... Das sieht schon schick aus. Okay.
Also ich überfliege die Texte bloß so ein bisschen. Ich hab irgendwie leichte Rückkopplungen über meinen Kopfhörer. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das jetzt an meinem Aufnahmeprogramm liegt. Irgendwie schaltet er nicht so richtig stumm. Das muss ich mal für die nächste Folge mal genau beobachten, mal genau einstellen. Ja, so wie ich das jetzt da irgendwie mitkriege, ist wieder irgendein Phänomen oder irgendwie, ja, Anomalien, wie es halt immer so ist. Was ist denn das? Maintenance Substation. Hallo? Da komme ich aber nicht rein hier. Hier komme ich nicht weiter, weil wir können ja nicht springen. Das ist schon ein Riesenteil. Sektor 3. Ich komme hier nicht rein. Hallo? Geht's denn hier weiter? Vielleicht kommen wir dann nach und nach irgendwie rein. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Was haben wir denn hier? Sektor 2. Comcenter. Natürlich. Da hat uns doch hier dieser Spast. Spacko reingeschickt. Was ist das? Ah, ist verdammt viel Text. Ich würde mir wünschen, dass es auf Deutsch ist. Irgendwas passiert im Sektor 2 wahrscheinlich. Was... Sektor 2? Nee. Nein. Komme ich nicht hin. Also die Grafik ist schon ein bisschen komisch. Obwohl es an manchen Stellen wirklich cool aussieht. Jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob ihr es seht, mit dieser Scheibe hier. Seht ihr das? Das wiederum ist manchmal cool. Oh. Okay, das mit diesem Glanzeffekt, das ist... Also, Leute... Es ist schon billig. Okay. Oh ne, ich will nicht. Komme ich denn jetzt hin? Oh. Was sind wir denn jetzt? Geht's denn hier raus? Ach, hier. Okay, es sind halt Riesenareale, ne? Aber man hätte es doch ein bisschen liebevoller gestalten können. Ich weiß nicht. Atomic Clock Date. Aha. Die Uhr stimmt aber auch nicht mehr so ganz. Security status, bridge location, sector 1, bioscan, negative, motion scan, positive. Motion scan? In sector 1, motion scan? Local down another, status verifying system, catch integrity. Wetter, current weather, storm. Stürmisch, Temperatur, Error. High Level, System Error. Weiß ich nicht, ob das ein System Error ist. Schauen wir halt einmal. Bla 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 bla. La 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 la. Okay. Schön.
Sonst noch was? Kann ich irgendwas machen? Okay, das mit dem Planeten sieht schon echt schick aus. Können wir mal so ein Screenie machen? Was haben wir denn hier? Huch! Amy. Status online, Kommunikation, aktiv, Sicherheit, compromised. Heartbeat, irregular. Hä, was? Aber sonst kann ich hier nichts machen, ne? Das ist irgendwie so ein Überwachungszentrum. Systemreport, Status, High Alert. Oh. Colony Access, Restricted. Officer on Duty, Park R. Awaiting Manual Damage Assessment. Okay. Wie hilft mir das jetzt weiter? Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Schwierig! Nee. Warte mal, hier vielleicht noch was? Was ist denn das da? Kann ich hier... Oh. Ich dachte, da passiert jetzt was, wenn ich hier durchlaufe. was haben wir denn hier? Server-Status. Aha. Ist der Server. Wilco, I'm at the hub. All systems are reading normal. I don't see anything wrong. Oh dear. That is distressing. I don't get it. It's like everyone just left. All is not lost, ma'am. There is another option. There's a device on this station called the Ambient Empathic Resonator, or AMBER. It will allow you to experience the environment through my sensors and interpret the anomalies directly. Whoa, slow down. I have no idea what you're talking about. It is a helmet. It will allow you to see the world as I do, in a sense. And how does that help? I believe the anomaly is to be empathic in nature. Empathetic? Like, emotional anomalies? Indeed. As you know, artificial intelligence is incapable of fully automated interpretation of empathic data. My sensors cannot decipher it. Emotional analysis requires a human mind. Right, so where is this thing? AMBER is currently in storage within the maintenance substation. I will grant you access. Okay, jetzt wird's interessant. Wir sollen einen Helm beschaffen, der quasi uns eine Art Empathie und irgendwelche Emotionen vermitteln soll. Also quasi so eine emotionale Sicht der Ereignisse. Irgendwie so habe ich das verstanden. Empathic. Also, okay, und wo muss ich da hin? Also, das ist dann bestimmt interessant. So eine Gefühlswelt beizutreten. Hallo, ich komm hier nicht rein. Und tschüss. Wo muss ich hin? Irgendeine Substation. Da müssen wir mal gucken. Nein. Hier wahrscheinlich? Nein. So. Ja, das sieht schon geil aus. Das sieht schon geil aus. Wieder ein Screening gemacht. So. Wohin denn jetzt? Sektor 3 vielleicht? Nein. Müssen wir jetzt wieder ganz zurück oder was? Nein, Substation natürlich. Ich glaube hier. So. Here's a thought. If we can't measure the vapor itself, perhaps we can measure the empathic effect it has on the observer. Who knows what it'll turn up, but it's the best I can come up with. Hä? Da waren wir doch schon. Wo soll denn das sein? Okay, die Musik ist ja schon interessant und so, ne? Atmosphäre und so.
Aber ich glaube, es wird dann irgendwann auch recht statisch. Wenn du immer solche ja, statischen langen Gänge hast. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Oh. Information. Metro. Aha. Gibt's hier so eine Art U-Bahn oder was? Alter, was ist denn das hier alles? Irgendwelche versteckten Secrets? Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ich hasse solche sinnlosen Räume, wo du nichts machen kannst. Alter, wo bin ich denn hier? Hier ist nochmal so ein Ding. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Name? Park. Rachel. Aha. Also das Spiel besteht anscheinend wirklich aus sehr, sehr, sehr viel Text. Und ich weiß nicht, inwiefern das noch wichtig sein wird. Ich hoffe mal nicht allzu viel, weil ich verstehe wirklich nur fragmental, was da gelabert wird. Aber ich hoffe mal, dass es nicht irgendwie ausschlaggebend sein wird. Was ist das? Warum leuchtet denn das so? Kann ich aber auch nichts machen. Das sind irgendwelche Türen, oder? Zumindest sieht es aus wie Türen. Oh. Eine interessante Farbgebung. Aha, hübsch. Isotonik-Trink oder? CO2. Chemsafe. Was haben wir denn hier? Tomorrow. Brovtoilweiß. Solarix Ink. Solarix Ink. Aha. So eine typische Incorporation. Schön, da kann ich jetzt aber jetzt auch nicht viel machen hier. Was denn das? Huch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das noch brauchen werde. Ah, hier, Amber. Ich glaube, das ist dieser Helm. So, jetzt haben wir diesen komischen Helm auf, mit dem wir irgendwelche Anomalien sehen können. Oder irgendwelche empathischen Fähigkeiten wir jetzt mit diesem Helm haben. Wie kann ich denn... Warum steht hier eine Flasche? Warum kann ich die in die Hand nehmen? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was ist das hier alles noch? Huch. Information Terminal... So, ich soll angeblich den Helm auch aufladen können an irgendwelchen Protokollstations. Also nicht unbedingt jetzt Information Terminals. Müssen wir mal gucken. Und wo sehe ich jetzt das? Wo kann ich jetzt... Aber hier ist nichts. Okay, wird das ein sinnloser Raum? Das ist irgendwie ein Serverschrank wahrscheinlich. Hier ist nichts. Komisch. Ganz komisch. Okay. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man irgendwie so durch den Helm irgendwie jetzt sieht, wo man ungefähr hin muss. Huch, ich hänge hier fest. Ist aber das ein sinnloser Raum, ne? Ja, da waren wir ja schon vorhin. Ja,
ist irgendwie gar nichts. Müssen wir jetzt den ganzen... Ach so, natürlich. Sektor 2 hat er ja gesagt, ne? Was ist denn hier? War ich hier schon? Ach so, warte mal. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen, ne? Information Terminal. Ich glaube, wir müssen zurück, ne? Zum Sektor 2, so viel ich gelesen habe. Das soll die erste Anomalie sein. Und wahrscheinlich schon der erste Hinweis, was mit der Crew passiert ist. Okay. Hui. Ah, die Location wäre doch das perfekte Areal für irgendwie so einen Shooter, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Doom oder Quake zum Beispiel, ne? Da kannst du schön schnell entlang fetzen und dann bam, 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 bam. Und naja, für einen schönen Multiplayer wäre das doch echt interessante Location hier. So. Ja, jetzt auch wieder ein Information-Dingens und Message. Das kennen wir schon. Na, leider ein Frosch im Hals. Ein bisschen schneller laufen. Okay, das kennen wir auch schon. Danke, einmal raus hier. So, wo ist denn jetzt Sektor 2? Was ist das hier? Ne, das ist hier nicht Sektor 2. Das war ja eine eigene Tür, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Huch. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich hätte eine andere Optik oder so. Was ist das? Das ist Sektor 3. Sektor 3. Hier ist nix. Sektor 3. Okay, hier sind wir hergekommen. Wo war denn Sektor 2? Ich bin ein bisschen irritiert. Kann sein, dass wir noch weiter zurück müssen. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir auch schon. Schwierig. Wo ist denn hier der Sektor 2? Hallo? Nee, ja, dann bin ich ja wieder hier. Hä? Was? Bin ich jetzt bescheuert? Ich hab doch Sektor 2. Das war doch eine Tür. Ich bin doch nicht blöd. Oder bin ich blöd? Ich weiß es nicht. Ihr habt doch die Tür bestimmt vorhin auch gesehen. Ich muss nochmal überlegen. Sektor 2. Schwierig. War das eine Außentür oder war das irgendwo innen? Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Also hier war ich drin, ne? Ich glaube, in Sektor 3 komme ich nicht rein, ne? Oder? Nein. Da müssen wir erst noch woanders hin. Ach, Harry. Natürlich. Hallo? Sektor 2. Hallo? Hä? Happy. Sektor 2. Hallo? Alter, was geht denn jetzt? Alter! Only both. But you are different.
Alter, das ist jetzt echt voll strange. Komme ich denn zurück? Nein, ich komme nicht zurück. Boah, das sieht ja mal... Boah, das hat was. Das gefällt mir jetzt. Der Helm ist ja mal echt edel. Was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt die Realität vermischt mit empathischen Bildern? Boah, sieht doch schon krass aus. Okay, ich hätte mal gesagt, es reicht für die erste Folge. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und schreibt es euch in die Kommentare, wie es euch bis jetzt gefallen hat. Und würde mich freuen. Und ja, ich weiß, die Grafik ist nicht die beste, aber hier, jetzt hier so, also die Kulisse und der Soundtrack und so ist schon jetzt cool. Okay, ich bin raus. Tschüss, bis denn. Psychiatry is like connecting dots. Like the human mind. We all need simple dots to connect with simple lines. When the crew stays isolated on a space station or at some remote colony for so long, then the things that can go wrong will go wrong. When things go wrong, there are too many dots to connect. This is where I step in, connecting the dots.